Und damit willkommen zurück bei Bolterblante. Dieses Video hier, was wird das hier? Ganz wichtig, Spoiler, Spoiler, Spoiler für das komplette Ende der Horus Heresy, denn ich werde aus einem der allerletzten Kapitel des letzten Siege of Terror Romans, The End and the Death, das Ende und der Tod, Volume 3, Teil 3, werde ich ein Kapitel komplett vorlesen, wie ich es ja schon damals mit dem Kapitel mit Malkador und dem Imperator gemacht habe. Warum? Einfach, ich musste irgendwie an die Szene denken und wollte sie deshalb jetzt einfach nochmal lesen und dachte mir, komm, spreche sie auch einfach mal ein, wie du es dir ein bisschen vorstellst. Und deshalb die Sache, absoluter Spoiler. Auch gerade das Ende gerade dieses Kapitels ist ein absoluter Mega-Ultra-Spoiler. Also Leute, wenn euch Spoiler nicht absolut egal sind, wenn ihr denkt, ihr werdet es eh nicht lesen, oder wenn ihr am besten das Buch gelesen habt, das Audiobook gehört habt, was auch immer, dann könnt ihr das hier gerne gucken. Aber selbst dann, ich lese einfach nur das ein. Vielleicht mache ich dazu dann noch so ein extra Video dazu, meine Gedanken dazu, was mich an dieser Szene bewegt, warum ich sie einsprechen wollte. Aber ja, bis dato viel Spaß erstmal mit dem letzten Gespräch zwischen Logan und Abaddon. Er kniet vor seinem Vater und wartet. Nach allem, was geschehen ist, trotz allem, soll sein Vater nicht allein sein. Jemand muss bei ihm sein, bis das Ende kommt. Und es rückt näher. Die Luft wird dünn und kalt. Das ächzende Stöhnen des sterbenden Schiffes wird lauter. Hinter den hohen Fenstern über ihm gibt es nur Dunkelheit. Die nächtliche Leere des Raums. Da sind ein paar Lichtpunkte, vielleicht Sterne oder ferne Schiffe, aber sie kreisen wild und unregelmäßig umher. Das treibende Schiff rotiert unkontrolliert. Eine zerstörte Hülle, die im Orbit zerfällt. Niemand vermag zu sagen, welches Schicksal es ereilen wird. Der bestehende Klang des nachgebenden Stützgerüsts lässt Logan vermuten, dass die Geist der Rachsucht bald komplett auseinanderbrechen wird. Aber vielleicht verbrennt sie auch Feuer. Von Terras Schwerkraft zu einem feurigen Untergang in der Stratosphäre verdammt. Als gewaltiger Koloss oder in der Form von Millionen Trümmerteilen wird sie den Himmel der Thronwelte wie ein Meteorschauer oder ein verhängnisvoller Komet erleuchten. Ich spüre die Hand des Schiffes auf mir, sagt Logan. Kennst du diesen Ausdruck, Vater? Natürlich tust du es. Du wirst ihn viele Male gehört haben. Es gab immer dieses Band zwischen uns allen. Ich vermisse diese Tage. Darum stand ich dort, wo ich stand. Ich entschuldige mich nicht dafür und erwarte auch nicht, dass du mir vergibst. Aber ich stand, wo ich stand, um für das zu kämpfen, was wir hatten. Es ist eine gute Sache gewesen, die beste. Wir hätten sie nie verlieren dürfen. Also habe ich für sie gekämpft. Ich habe für dich gekämpft. Er sieht seinen Vater an. Die Dunkelheit leerer Augenhöhlen erwidert seinen Blick. Ich habe für dich gekämpft. Bin ich denn kein Luna Wolf? Ich habe für dich gekämpft, für das, was du gewesen bist. Für den Vater, den ich geliebt habe, nicht für das Ding, zu dem du geworden bist. Ich habe gekämpft, um dich zurückzubekommen. Ich weiß nicht, ob du willentlich so geworden bist oder ob es dir aufgezwungen wurde. Ein wenig von beidem fürchte ich. Ich verurteile dich nicht. Ich habe die andere Seite dieser Welt gesehen. Ich habe, wie du, in die Ewigkeit geblickt. Ich weiß, dass das Chaos sich nur nimmt, was bereits da ist, um es sich zunutze zu machen. Du, Vater, du warst stark, stolz und unerschütterlich. Also hat es das aus dir gemacht. Und nein, ich halte mich nicht für etwas Besseres, weil ich mich dem Chaos widersetzt habe, Vater. Die alten vier hatten es nie so sehr auf mich abgesehen, wie sie es auf dich abgesehen hatten. Du warst der Kriegsherr. Du warst immer die wertvollere Beute. Also habe ich für dich gekämpft. Was bedeutet, dass ich gegen dich kämpfen musste. Ich habe die Eide bewahrt, die du gebrochen hast. Ich habe darum gekämpft, dich zurückzubringen. Ich habe die ganze Zeit für dich gekämpft. Er seufzt. Und du bist zurückgekommen, nicht wahr? Für einen kurzen Moment, für eine Sekunde.
Du hast es gesehen. Genau wie ich. Also, verstehst du es? Dein altes Selbst, meine ich. Zumindest dafür bin ich dankbar. Du hast es gesehen. Genau wie ich. Also, verstehst du es? Dein altes Selbst, meine ich. Zumindest dafür bin ich dankbar. Ein Beben fährt durch das Deck, heftiger als alle zuvor. Irgendwo erklingt ein Knall. Logan steht auf. Ich denke, es wird nicht mehr lange dauern, sagt er. Nicht mehr lange. Wir können zusammen gehen. Ich habe nichts mehr, für das ich kämpfen könnte. Und du sollst nicht allein gehen. Ein weiterer dumpfer Knall. Ein gedämpftes, mahlendes Knirschen. Logan schwankt, als sich der Boden unter seinen Füßen neigt. Auf den Gang vor der Halle blitzt Licht. Dann noch einmal. Die Lumen leuchten auf, dann fallen sie wieder aus, um kurz darauf erneut aufzulodern. Licht fällt durch die Torluke auf das Deck. Drei Gestalten treten aus dem Licht in die Halle. Er ist tot, sagt Logan. Es ist nichts mehr übrig. Abaddon starrt ihn an. Seine Rüstung ist verbeult und schadig, seine Wangen mit getrocknetem Blut verkrustet. Er hat sein Schwert gezogen. Seine Augen sind eingefallen, sein Blick verloren. Sein Gesicht ist verhärmt, seine Haut blass und fiebrig. Er wirkt erschöpft und ausgehungert, als wäre er von einer zehrenden Krankheit befallen. Tot, wiederholt er. Logan nickt. Warum bist du hier, Logan? Fragt Abaddon. Ich bin bei ihm geblieben, sagt Logan. Er war allein. Nicht mehr, flüstert Zika. Der Meister der Justaieren löst sich von Abaddons Seite, schlägt einen Bogen und geht auf ihn zu. Baraxa nähert sich von der anderen Seite. Sie versuchen, ihn einzukreisen. Abaddon starrt reglos auf die Leiche seines Vaters. Nein, nicht mehr, Hellas, sagt Logan. Seine Söhne sind jetzt bei ihm. Ich denke, dafür wäre er dankbar. Seine Söhne, grollt Zika. Ja, sagt Logan. Hast du vor, gegen mich zu kämpfen, Zika? Noch mehr Blut, nachdem bereits so viel vergossen wurde? Dein Blut, sagt Zika. Er steht jetzt rechts neben Logan, Baraxa links von ihm. Wir werden sehen, sagt Logan. Der Meister der Justaieren sieht den Blick in Logans Augen. Dieser Verräter sollte nicht hier sein, sagt Zika zu Abaddon. Verräter? Sagt Logan lächelnd. Wirklich? Das sagst ausgerechnet du, Zika? Du weißt, was du bist, sagt Baraxa. Das weiß ich, sagt Logan. Das weiß ich sehr gut, Aselas. Du auch? Zika setzt sich in Bewegung. Das anschwellende Brummen seiner Terminator-Rüstung verrät ihn. Stopp, sagt Abaddon. Aber... Stopp, habe ich gesagt. Du auch, Baraxa. Stopp! Baraxa lässt stirnrunzelnd die Klinge sinken. Zika funkelt den ersten Captain an. Dann tritt er zurück. Willst du es selbst beenden, Ezekiel? Fragt Logan. Abaddon atmet tief ein und kommt auf ihn zu. Dann stehen sie einander gegenüber und starren sich an. Abaddon schüttelt den Kopf. Nein, sagt er. Es hat genug Tote gegeben, Logan. Es sind zu wenige von uns übrig, um weiter übereinander herzufallen. Sehe ich auch so, sagt Logan. Abaddon wendet den Blick ab und betrachtet die Leiche seines Vaters. Du hast hier gewartet? Fragt er. Wie ich es sagte, erwiderte Logan. Ja, natürlich, sagt Abaddon. Er geht an Logan vorbei und fällt auf die Knie. Dann legt er behutsam die Hand auf den leblosen Körper seines Vaters. Es ist gut, dass du es getan hast. Dass du ihm den Respekt gezollt hast, den ein guter Krieger verdient. Er schüttelt den Kopf und zieht die Hand zurück. Horus war ein Narr, sagt er. Unser Vater war ein Narr. Er war eine Marionette, Ezekiel, sagt Logan. Das Chaos hat die Hand nach ihm ausgestreckt, ihn benutzt und dann fortgeworfen. Ihn fortgeworfen? Ja,
Am Ende. Weil er nicht genug gewesen ist, fragt Abaddon. Weil er zu viel gewesen ist, sagt Loken. Er ist schrecklicher als irgendetwas sonst gewesen, Ezekiel. Absolut und allgegenwärtig. Aber er ist auch Horus gewesen. Er wollte keine Geschenke und Gaben. Er wollte keine Marionette sein. Kein Bauer im Spiel der alten Vier. Er wollte herrschen. Er wollte die Kontrolle. Kontrolle? Erwidert Abaddon scharf. Er sieht Loken an. Kontrolle? Loken nickt. Es war die eine Sache, die sie ihm nicht geben wollten. Macht, ja, aber nicht die Autorität, diese Macht zu benutzen. Für sie war er nur eine Waffe. Eine Waffe, um die eine Sache zu töten, die sie bedrohte. Eine Waffe, um die menschliche Spezies zu vernichten. Sie hatten nie vor, uns am Leben zu lassen. Sie hatten nie vor, ihn über irgendetwas herrschen zu lassen. Woher willst du das wissen? Fragt Zika. Ich war dort, sagt Loken. Abaddon steht auf. Dann war er ein Narr, sagt er. Ein Narr, etwas anderes zu glauben. Ich habe ihn gewarnt. Ich habe um ihn gefürchtet. Ich habe versucht, ihn zur Vernunft zu bringen. Aber er wollte nicht hören. Er war Horus Lupercal, sagt Loken. Ich habe ihn geliebt, Ezekiel, aber es war nie einfach, ihn von einer Sache abzubringen, die er sich in den Kopf gesetzt hatte. Und diese Sache hatte er sich nicht selbst in den Kopf gesetzt. Er war kein Narr, aber sie haben ihn zum Narren gehalten. Abaddon antwortet nicht. Mach nicht denselben Fehler, Ezekiel, sagt Loken. Werde ich nicht, sagt Abaddon leise. Ich werde mich nicht zum Narren halten lassen. Das wird mir nicht passieren. Abaddon sieht ihn an und räuspert sich. Ich glaubte an das Imperium. Und es hat mich verraten, sagt er. Ich glaubte an meinen Vater. Und er hat mich enttäuscht. Ich werde mich nie wieder irgendwem oder irgendetwas verpflichten. Ich folge niemandem. Weder Primarch noch Dämon. Ich werde führen. Dann führe weise, sagt Loken. Aber sage mir, Ezekiel, was willst du führen? Abaddon starrt Loken eine Sekunde an. Ich habe jetzt die Befehlsgewalt, Loken, sagt er. Als erstem Captain fällt mir das Kommando zu. Bestreitest du das? Nein, sagt Loken. Wir werden versuchen, das Schiff wieder raumtauglich zu kriegen, sagt Abaddon. Wir flicken es zusammen und starten die Antriebe neu. Das wird nicht leicht. Es ist schwer beschädigt. Ganz recht. Es wird nicht leicht. Aber die Geist war schon immer ein robustes Schiff. Stark, beständig. Der Anfang ist gemacht. Wir werden sehen, wie weit wir kommen. Das ist ja Plan? Fragt Loken. Hast du eine bessere Idee? Fragt Abaddon. Ich würde euch raten zu kapitulieren, sagt Loken. Er hört, wie Syka schnaubt. Wir kapitulieren nicht, Loken, sagt Abaddon. Nein, sagt Loken. Aber vielleicht ließe sich eine Einigung erzielen. Ihr könnt nirgendwo hin, nicht mit einem beschädigten Schiff und einer rachsüchtigen Flotte im Nacken. Wenn keine Seite nachgibt, wird dieser Krieg andauern, bis die Galaxis verglüht. Das Chaos ist geflohen, es ist fort. Es gibt andere wie euch, Ezekiel. Andere, die ihre Taten bereuen, die in die Irre geführt und betrogen worden sind oder ihre Fehler einsehen. Wenn der erste Captain der 16. vorangeht, werden sie folgen. Gilliman wird uns töten, sagt Baraxa. Gilliman will das Imperium wiederherstellen, entgegnet Loken. Es wird es wieder einen. Ich glaube, unter den richtigen Bedingungen wird er eure Rückkehr akzeptieren und euch verschonen. Er wird keine neuen Legionen verlieren wollen. Es wurden Fehler gemacht. Es gab Missverständnisse. Nicht alle von euch sind rettungslos verloren. Also geh voran. Nimm andere mit und zeig Reue. Dafür ist es zu spät, fährt Zika ihn an. Besser das als die Alternative, sagt Loken. Ein Kreuzzug, um euch alle zur Strecke zu bringen, um euch alle zu vernichten, um vom Angesicht der Sterne zu tilgen. Dieser Bürgerkrieg würde sich unter einem neuen Namen fortsetzen. Keine Gnade, kein Pardon, kein Vergeben. Wohin wollt ihr fliehen? Wohin wollt ihr fliehen? Mir fällt schon was ein, erwidert Abaddon. Ezekiel! Azelas hat recht, Loken,
sagt Abaddon. Gilliman wird uns töten. Er wird uns unsere Taten niemals vergeben. Er wird niemals akzeptieren, dass wir im Recht waren und unser Groll gerechtfertigt war. Gilliman war nicht hier, sagt Logan. Abaddon, er wird es verstehen. Er würde euch zuhören und er ist immerhin der Prätorianer, Ezekiel. Wenn ihr bereit seid, diesen Weg einzuschlagen, wenn ihr wirklich dazu bereit seid, geht zu ihm. Ich würde für die 16. sprechen. Ich würde für euch eintreten und die Bedingungen aushandeln. Ich meine es so, wie ich es sage. Ich werde sogar einen Eid ablegen, wenn du es verlangst. Er würde mir zuhören. Das weiß ich. Das würdest du tun? Fragt Abaddon. Für meine Legion und die Ehre, die sie einst besaß. Für unseren Vater, wie er einst gewesen ist, bevor alles in Dunkelheit versank. Logan betrachtet die Leiche. Ich denke, er würde es so wollen, sagt er. Mein Leben für Lupercal. Ich kann es ihm jetzt nicht mehr geben, aber ich kann es seinem Andenken widmen. Abaddon schweigt einen Moment. Und wenn ich dein Angebot ausschlage? Fragt er. Wenn ich beschließe, den Kampf fortzusetzen, wirst du mich aufhalten? Dazu bin ich nicht fähig, Ezekiel. Wirst du mich töten? Nein, Garviel. Nein, das werde ich nicht. Ich brauche alle Brüder, die ich kriegen kann. Ich werde nicht für dich kämpfen, sagt Logan. Ich werde nicht mit dir zusammen fliehen, aber ich werde dir folgen und dich jede Sekunde eines jeden Tages daran erinnern, dass mein Angebot noch steht. Als Mournival, murmelt Abaddon. Also? Fragt Logan. Du bist schon immer idealistisch gewesen, Logan. Schon immer. Ich hingegen bin pragmatisch. Die Legionen haben geblutet und sich aufgeopfert, um das Imperium zu erschaffen. Aber der Imperator wollte uns ausmustern. Er wollte uns die Kehlen durchschneiden, um den Platz für den Aufstieg der Menschheit zu machen. Ohne uns hätten sie kein Imperium. Er hätte uns gewissenlos verraten. Und deshalb brennt unser Zorn so hell wie eh und je. Es tut mir leid. Jetzt ist die Zeit für Pragmatismus. Wir werden fliehen und für unser Geburtsrecht kämpfen. Wir kämpfen für das, was die Menschheit uns schuldet. Und wenn es sein muss, auch um unser Leben. So ist es eben. Meine Entscheidung. Komm mit uns oder geh. Ich werde dich nicht aufhalten. Logan seufzt. Er öffnet den Mund, um etwas zu sagen. Doch statt Worten kommt Blut aus seinem Mund. Er reißt die Augen auf und stürzt Abaddon entgegen. Abaddon fängt ihn auf und lässt ihn bestürzt auf das Deck sinken. Was hast du getan? Knurrt Abaddon. Erebus zieht sein Atame aus Logans Rücken und fegt das Blut mit einer knappen Bewegung des Handgelenks von der Klinge. Er hat sich dir von Anfang an in den Weg gestellt, sagt Erebus. Er hätte niemals damit aufgehört. Er war ein Verräter an deiner Legion. Abaddon erhebt sich, sein Schwert schnellt in die Höhe und legt sich an die Kehle des Wordbearers. Erebus weicht nicht zurück. Was hast du getan? Spuckt ihm Abaddon ins Gesicht. Er hat sich dir widersetzt, Abaddon, sagt Erebus. Was ist daran so schwer zu verstehen? Er hätte euch alle getötet, sobald er die Chance bekommen hätte. Er hätte euch getötet oder verraten. Abgesehen davon musste er sterben. Was soll das heißen? Er musste sterben. Es ging nicht anders. Der Kreis musste sich schließen. Erebus lächelt. Heute haben wir verloren, sagt er. Horus ist gescheitert. Aber das ist nicht das Ende. Es wird andere Gelegenheiten geben. Wir werden es wieder versuchen. Wir werden es besser machen. Wir werden aus unseren Fehlern lernen. Wir werden stärker sein. Wir werden größer sein. Auch wenn es 1000 oder 10.000 Jahre dauert. Am Ende werden wir triumphieren. Und dafür brauchen wir Führung. Weißt du? Wie Dämonen geboren werden? Woher sollte ich das wissen? Grollt Abaddon. Oh,
Es gehört zu den Dingen, die du wissen solltest, sagt Erebus. Ein Dämon kann sterben, lange bevor er geboren wird. Die Zeit hat für ihn keine Bedeutung. Ein Kreis. Verstehst du? Dämonen kommen zurück, weil sie nie verschwinden. Und einige sind große Mächte von besonderer Bedeutung. Einer von ihnen spielte eine entscheidende Rolle in all dem hier. Und dafür muss er existieren, so wie er existieren muss, um unsere zukünftigen Bestrebungen zu unterstützen. Also musste er geboren werden. Und zwar in diesem Augenblick. Wovon redest du? Fragt Abaddon. Die Geburt eines Dämons im Warp ist eine Reaktion auf ein Ereignis hier, sagt Erebus. Auf einen Tod, zum Beispiel auf ein besonders rachsüchtiges, abruptes Ende, ein ungerechtes Ende vielleicht. Ein Dämon wurde gerade geboren, Abaddon. Du wirst ihn kennenlernen. Er wird der Klang von Schritten in deinem Rücken sein. Er wird der sein, der hinter dir steht. Er wird der einzige Name sein, den du hören wirst. Sieh dich vor. Er ist bereits hier. Samus ist hier.